Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eldadum zu einem neuen Part. Nicht Minecraft, sondern Pokémon Y mit dem Zwergenfürst. Ja, da kommt gleich ein Kampf auf uns zu. Oh Mann, ist das eine doofe Idee, jetzt hier diesen Part aufzunehmen. Ich erkläre es euch gleich im Part, aber jetzt erstmal seid herzlich willkommen. Der Part beginnt, los geht's. Was soll ich sagen? Ab geht's in den Part. Mann, bin ich heute durcheinander. Wir verstehen uns blind und ohne Worte. Wir wissen immer, was im Kopf der anderen vor sich geht. Es grenzt beinahe Telepathie. Pokémon-Kampf gegen die Geschwister. Eine Herausforderung von Zwillingen. Kumi und Rumi. Jung. Minun und Plüssel werden von Kumi und Rumi eingesetzt. Ja. Nice. Pikachu. Tim und Papageno. Ah, Papageno, so hieß der. Ein Donnerschock auf Plüssel und Minun. Ich weiß nicht, ob das was bringt. So, Schnabel. Auf Minun. Hält den Schnabel, Minun. So, jetzt mache ich euch alle. Oder auch nicht. Ja gut. Ja. Es ist fast wahnsinnig, dass ich jetzt hier diesen Part aufnehme. Mal ein bisschen off Topic zu reden. Ihr merkt schon, ich bin durch den Wind, das ist eigentlich nur bescheuert, dass ich aufnehme. Ich kann ja jetzt mal die Bombe platzen lassen. Ja. Ich habe es schon auf Instagram die letzten Tage irgendwie mal angeteasert und mit ein paar Bildern gezeigt und schon mal so andeuten lassen, was so bevorsteht. Ja. Machen wir es ganz kurz. Ich ziehe um. Ja, so ist es. Bin gerade sehr in Umzugsvorbereitungen unter der Woche jetzt nicht wirklich. Also da muss ich auch arbeiten gehen. Da habe ich jetzt nicht wirklich mit Umzug zu tun. Aber am Wochenende bin ich sehr mit dem Umzug zu tun. In welche Stadt ich ziehe, das sage ich euch noch nicht. Das bleibt erstmal noch geheim. Fürs Erste. Ich werde aber wahrscheinlich bald, dann, wenn ich umgezogen bin, werde ich dann wahrscheinlich ein paar Videos aus der Stadt machen und dann werdet ihr auch bald mitkriegen, wo ich denn dann wohne. In Zukunft. So ein Umzug, der. Muss ich das überhaupt noch erzählen? Es ist, glaube ich, jedem klaren Umzug, das geht nicht komplett an einem vorbei. Das ist halt irgendwie ein bisschen, das schafft einen ein bisschen. Jetzt hatte ich die Situation, ein paar Wochen Urlaub gehabt zu haben. 2 Wochen war es, um genau zu sein. Und dann, ja, habe ich den Urlaub natürlich weitestgehend für den Umzug benutzt. Habe da schon Einrichtungen. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin so durcheinander, ich kann hier gar nicht. Ich kann gar nicht mehr flüssig reden hier. Ich kann gar nicht mehr formulieren, was ich sagen will. Habe da schon was eingerichtet, das wollte ich sagen. Und jetzt auch. Die Situation heute ist
Heute ist Montag. Ja, ich produziere das ein bisschen vor, damit ich für die Woche ein bisschen was habe. Und damit ich nicht am Dienstag zittern muss. Und dass ich das halt morgen Nachmittag schneiden kann. Dann am Mittwoch veröffentlichen kann. Versteht ihr? Heute ist Montag. Und ich war halt das ganze Wochenende. Freitag war ich in der Stadt und in der neuen Stadt und habe dort umgerichtet die Wohnung. Samstag war ich dort. Sonntag war ich dort. Und jetzt Montag wieder arbeiten. Kurz gesagt, ich sollte jetzt im Bett sein und pennen. Was soll's? Ich missachte alle Signale, die mir mein Körper gibt und hock mich hier ran und mach vielleicht noch einen Pokémon-Y-Part. Tim kann nur maximal 4 Attacken erlernen. Donnerwelle. Ja, das soll er erlernen. So. Also verzeiht mir heute, wenn ich ein bisschen mehr neben der Spur bin, als ich sonst schon bin. Ich werde gucken, dass ich irgendwie mal eine Auszeit nehme. Das wird irgendwie, ja, bis Donnerstag habe ich dann schon die Sachen produziert und vielleicht kriege ich es hin, dass ich dann das rechtzeitig geschnitten hochgeladen bekomme, dass dann vielleicht einen Tag mal Ruhe habe. Wie auch immer, das darum soll es jetzt nicht den ganzen Part lang gehen. Weiter geht's mit dem Spiel, jetzt hier die Story mal. Nicht mit Leid für mich, sondern aufs Spiel gucken. Zwergenfee gewinnt 352 Punkte und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Zwillingen hervor. Oh, mein Starter-Pokémon entwickelt sich. Markus. Na, wenn das nicht was wert ist. Nice, da hat sich's entwickelt. Ich bin immer ganz still während den Entwicklungen. Die Melodie ist immer ganz nice und sieht immer sehr beeindruckend aus. Und da bin ich immer gerne mit dabei und schweige dann auch. Das ist sehr schön. Und das berührt mich dann auch mal sehr. So, die beiden haben wir besiegt. Tipps für Trainer, der Y-Knopf. Der Y-Knopf ermöglicht es dir, umgehend auf Items zuzugreifen, die du dort registriert hast. Zur Registrierung musst du lediglich das gewünschte Item auf der Tasche für Basis-Items im Beutel auswählen und den R-Knopf drücken. Ist mir bekannt. Ein wildes Pokémon erscheint. Es sind mehrere. Mehrere was? Na komm. Sehe ich schon mehrere Zurex. Sorry, dass ich den jetzt nicht kannte, den Namen von Zurex. Du bist entkommen. So viele gegen einen, das ist doch unfair. Ein wildes Pokémon. Ein Abra. Können wir es fangen? Nice. Wir können es zumindest versuchen. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Ich fürchte nein. Aber der Versuch ist wert. Luxusball, Pokéball, Netzball, was haben wir denn? Ja. Komm, Luxusball. Das bringt nicht sehr viel, aber. Na komm, geh rein. Ich glaube zwar nicht dran, aber. Ah. Teleport und Fleet. Ah, Abras sind sehr schlecht zu fangen. Da braucht man einen besseren Ball als den Luxusball. Und ich sehe schon Tireno. Und Tomato. Es ist schon faszinierend, wenn Pokémon in Gruppen auftreten. Aber hallo, das ist fast so, als ob eine Transgruppe besteht aus noch Pokémon einen Auftritt hat. Du denkst aber auch immer nur ans Tanzen. Was ist hier noch? Klar noch, selbst in Pokémon-Kämpfen halte ich Ausschau nach grazigen Tanzmoves. Da möchte ich am besten gleich los tanzen. Zum Beispiel bei der Attacke Schwertstanz. Die ist einfach toll. Vielleicht gewinne ich deshalb nie. Weil du mal mittanzt. Ja, das kann natürlich sein. Dann bist du nicht konzentriert auf die Attacken. Und dann, ja.
kann sowas passieren. Wo wir gerade dabei sind, Zwergi, du hast doch sicher irgendwelche Attacken, die als Kundentanzmoves durchgehen, oder? Naja, geht so. Die musst du mir unbedingt im Kampf zeigen. Oha! Kampf gegen Tireno. Eine Herausforderung von Pokémon-Trainer Tireno mit einem Pokémon. Chris Corps wird von Tireno in den Kampf geschickt. Los, Tim. Okay, das erklärt auch einiges. Wenn er nur ein Chris Corps Level 12 hat, vielleicht erklärt das, warum er hier immer verliert. Los, Pikachu, Donnerschlag. Tim, du schaffst das. Okay. Schon sehr geschwächt. Das kriegen wir doch hin, oder? Im Donnerschlag klingt das nach einem Tanzmove. Naja, er springt hüpft in Luft. Ich versuch's nur zu retten. Erik, Level 12. Du bist gut unterwegs. 1200 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen ihren Wegbegleiter Tireno hervor. Super, das hätten wir auch. Zwergenfee. Oh, Verzeihung. Ich meinte Zwergi. Tireno denkt wahrscheinlich wahrhaftig immer nur ans Tanzen. Auch bei der Gruppe von Pokémon eben hat er nur nach Tanzbewegungen Ausschau gehalten. Ja, aber Tomato. Es ist nun mal mein Traum, mir den besten Pokémon-Tanz der Welt auszudenken. Ich wurde geboren, um zu tanzen. Und das werde ich auch mein Leben lang tun. Dieser Traum passt natürlich perfekt zu dir, Tireno. Ich möchte mit der gleichen Leidenschaft den Pokédex füllen. Es ist gut, ernsthaft ein Ziel zu verfolgen. Ich habe hier etwas Honig für dich, Zwergi. Zwergi erhält Honige. Honige werden in der Itemtasche verstaut. Wie es scheint, kann man mit Hilfe von Honig mehr Pokémon-Massenbewegungen hervorrufen. Dementsprechend wäre es natürlich von Vorteil, wenn man auch noch über Attacken verfügen würde, mit denen man mehrere Pokémon auf einmal angreifen kann. Ja, das wäre schon praktisch. Na, weiter geht's. Oh, ein wilder Trainer. Ich habe kaum geschlafen, bin total müde, ob dieser Kampf wohl eine gute Idee ist. Nein, das ist er nicht. Auf gar keinen Fall ist er das. Eine Herausforderung von Trainerhoffnung Tobias. Lesen kann ich auch nicht mehr. Tireno Tobias, ja. So viel dazu. Komische Geräusche mit meiner Lippe. Ich weiß nicht, was ich hier gerade mache. Ich drehe komplett durch. Wir müssen Schluss machen. Ich muss den Part beenden hier. Meine Aufnahmepause. Das geht nicht. Ich flipp hier aus. Na dann, Papageno. Der ist schon ausgeflippt. Zumindest sein Namensvetter. Schnabel. Der Vogelfänger bin ich, ja. Ja. Der ist weg, der Vogelfänger. Wie wär's denn mit Erik? Los, Erik. Du bist dran. Wie wär's mit Aquaknarre? Wird das was bringen? Psychkraft. Okay, die Genauigkeit stinkt. Das habe ich früher wirklich immer gelesen. Ich habe immer verstanden, die Genauigkeit stinkt. Wenn man da schnell drüber liest, nicht genau hinguckt, dann stinkt das schon ein bisschen. So, weiter mit Aquaknarre. Andere Attacken haben wir nicht wirklich. Andere effektive Attacken. Wir haben drei weitere Attacken, die jetzt nicht wirklich ein Bomber sind. Das ist jetzt nicht wirklich das Beste. Also müssen wir mit Aquaknarre weitermachen. Konfusion.
wollte gerade sagen, das bringt ja relativ wenig, aber das bringt ja relativ viel. Erstaunlich viel. Er biegt Löffel hier vor unserer Schnauze. Sind wir hier bei Uri Geller unterm Sofa. Und was der hier von Löffel verbiegt. Da sieht es hier wirklich schlecht aus wie unter Sofa von Uri Geller. Das war doch Uri Geller, oder? Der mit den Löffeln. Nitro-Ladung macht dem Kampf ein Ende. Bereitet den Kampf ein Ende. Kanabra wurde besiegt. Ohne Abra und Simsala ist er halt doch ein Nichts. Markus Recht, Lip in Level 17. Lip. Genau. Ist ja auch kein Wunder. Schlafmangel zerrt eben an den Nerven. Weise Worte. Zwangfähig gewinnt 780 Pokémon-Dollar und geht sich aus dem Kampf gegen den schlaflosen Typen hervor. Ja. Soll ich wieder zurückrennen und das Item holen oder? Nee, hab ich. Ich will vorankommen. So. Skater hier unterwegs. Oh, nächste Trainer. Ich habe nur noch Markus. Das restliche Team ist schon sehr geschwächt. Wer seine Pokémon stets dabei hat, kann sich mit Trainern auf der ganzen Welt messen und auch Pokémon tauschen. Ich glaube, ich gehe gleich mal zum Pokémon Center in der nächsten Stadt. Das scheint schon gleich nebenan zu sein. Lade dann mein Team auf und dann gehe ich dann nochmal runter, kämpfe noch gegen die Skater und roll da mal runter und hole mir die Items. Eine Herausforderung von Trainerhoffnung Monty mit seinen zwei Pokémon. Bidiza ist das erste. Na, das dürfen wir mit Markus doch hinkriegen. Los, Markus, du bist an der Reihe. Ihr seht es. Mein Team ist geschwächt. Los, Markus, Glut dürfte reichen. Ein Blitzer. Oder? Nein. Da hab ich gehört. Sieht auch lustig aus, wie das Markus hier seinen Stock aus dem Schwanz rauszieht hier. Wenn man es zweideutig sieht, ist das ziemlich widerlich. Aber okay. Man muss ja nicht immer alles zweideutig sehen. Glut. Zack. Der holt. Wieso hat er überhaupt. Das sieht aus wie ein riesiger Splitter. Und dann an seinem Schweif. Und Benizza wären wir einander nie begegnet. Dafür sollte ich dir dankbar sein. Zwangfliege gewinnt 600 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Jungen hervor, der gerade mit dir flirten wollte. Das fasst doch ein, du als Flirt auf begegnet sind, oder was? Ach, ich dachte, da gibt es schon die nächste Stadt. Oha, die Route ist noch ein bisschen länger. Auwei. Und schon der nächste Kampf. Muss mit Markus noch ein bisschen weiterkämpfen. Im hohen Gras trage ich immer Schurz. Ja, wer keine Angst vor Zecken hat, der kann im hohen Gras Schmutz tragen. Komm ab und zu mal eine Distel oder eine Brennnessel. Das, ja, komm schon. Das ist, die Natur ist nichts für Weicheier. Das ist, im Sommer darf man ja wohl Schmutz tragen. Glut, das wird ja wohl wegen Vigimakro-Klassen klappen. Leil. So. Haben wir ihn besiegt. Ich war von den Grashalmen abgelenkt, die meine Beine gekitzelt haben. Gekitzelt oder ja, zerstoppt. Zwangfähig gewinnt 288 Pokémon-Dollar. Aus dem Kampf hervor. Sie. Jetzt sieht aus dem Kampf hervor. Und da ist die nächste Stadt. Holo-Nacht erhalten. Oh Mann. Mäßig weiter. Vielen Dank, dass du dich für den Horolog entschieden hast. Der Horolog wurde im Labor von Floridis entwickelt, um den Alltag der Pokémon-Trainer zu erleichtern und zu bereichern. Wir hoffen, dass du mit dem Gerät zufrieden bist und weiterhin seine Dienste in Anspruch nimmst. So, mal schnell zum Pokémon Center und dann können wir weitermachen hier.
am besten schon mal die City erkunden. Jetzt einen Weg dort komplett erkunden. Hallo Trainer, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deinen Pokémon und machen sie wieder topfit. Sollen wir den Pokémon fit machen? Ja. Dafür bin ich hier. Okay, nimm kurz dein Pokémon-Team und mach's wieder fit. Dum, 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 dum. Okay, einen Platz haben wir noch im Pokémon-Team. Da könnten wir eine Abra aufnehmen, falls wir das mal fangen sollten. So sieht's aus. Die Batterieleistung lässt nach. Ich weiß. Deshalb speichere ich jetzt mal ganz kurz einmal den Spielstand ab. So, dann schauen wir uns mal in der Stadt hier um. Hier, das schenke ich dir. Empfehle deinen Freunden dafür, Vanitea zu besuchen. Hyperball erhalten, das kann ich gebrauchen, um mir das nächste Abra zu fangen. Vanitea ist das also hier, das kleine Städtchen. Hier mal reingucken. Bei Haus Friedensbruch. So. Hi, was geht ab? Ich heiße Oliver. Sag mal, hast du eigentlich eine Ahnung, was ich hier mache? Ich verwalte die Boxen im PC. Krasse Sache, oder? Und zwar hat mich Bill aus Kanto darum gebeten. Aber das kann dir ja egal sein. Schnappst du dir nur Pokémon und Pokémon für die Boxen? Sag mal, willst du mich vielleicht etwas fragen? Boxen, Kampfboxgruppen abbrechen. Naja, abbrechen. Nee, keine Fragen erstmal. Viel Spaß mit Raub. Sanfi erhält das Item TM 46 Raub. TM 46 wurde in der TM und VM Tasche verstaut. Raub verursacht Schaden und stiehlt das Item des Gegners, falls dieser eins bei sich trägt. Der Anwender selbst darf aber kein Item tragen, sonst klappt der Diebstahl natürlich nicht. So, okay. Dann wissen wir jetzt, dass er hier der Boxentyp hier ist von dieser Generation. Von dieser Edition. In jeder Pokémon-Center gibt's PCs, oder? An denen kannst du auch deinen Trainer-Pokémon überarbeiten. Überarbeiten. Okay. Echt jetzt? Das bringt's voll. Überarbeitet bin ich hier vielleicht. ja. So langsam sollte dieser faule Vielfraß wieder auftauchen. Welcher faule Vielfraß? Kann ich ihn vielleicht aufspüren und zu dir schicken? Oh, hier geht's runter. Gibt's was zu entdecken? Ein Item. Das nehme ich mir natürlich mit. Sternstück. Sehr schön. Ich muss gleich nochmal abspeichern hier. Falls mein DS jetzt mal ausgeht. Das wäre tragisch, dann habe ich auf einmal die ganzen Items nicht mehr. So, was läuft bei dir? Hallo Reisender, hier für deine Pokémon. Bärensaft, wir kriegen hier sehr viele Items geschenkt. Dankbar sind die Leute hier für jeden Besuch. 2-4 gewinnt das Item X-Angriff. Kann ich zwar nicht wirklich viel mit anfangen, aber oh, auch schön. So, da gehen wir später rein. Ich will jetzt erstmal hier reingucken. So, was haben wir denn hier? Heute habe ich bei allen Pokémon vom Typ Drache ein besonders gutes Gefühl. Zeig mir bitte einen Pokémon vom Typ Drache. Ich leider keins mit bei. Wenn du ein Pokémon vom Typ Drache geschnappt hast, zeig es mir doch bitte. Zum Dank bekommst du natürlich auch was. Mache ich, sobald ich eins habe. Seine alte Lordschaft war sehr großzügig, was man vom König im Palast nicht gerade behaupten kann. Okay, erfahren wir hier was über die Königssache hier, Königsgeschichten hier im Lande. Hihihi, ja, nimm schon. Zwingli erhält Herzkonfekt. Herzkonfekt wurde in der Medizintasche verstaut. Komm bald wieder. Gerne doch. Zu solchen Leuten, die mich so beschenken, komme ich gerne wieder. Mit dir möchte ich reden hier. Hallöchen. Miau. Mautz. Hier, wie es ausschaut. So, dann gehen wir mal hier rein. Das scheint eine Art Schule zu sein oder so. Trainerschule. Nein, ein Hotel. Willkommen im Hotel, Vanitea.
Ich bin der Gastronom, Portier, Concierge, Page und die Reinigungskraft in Personalisation hier. Sprich, das hier ist ein Einmannbetrieb. Momentan bin ich der Koch. Alles klar. Dann wissen wir Bescheid. Viele Bücher? Es ist randvoll mit Pokémon-Büchern und Fotoalben. Interessant. Hier gibt es nicht viel zu sehen. Ah, hier ist ein anderer Mensch. Mit seinem Pokémon. Du hast den weiten Weg nach Vanitia auf dich genommen, also bekommst du auch etwas dafür. Hyperheiler. Boah, wir werden hier beschenkt. Das ist ja wirklich eine gastfreundliche Stadt. Sich nicht beschweren. Ja. Und wen haben wir hier? Noch ein Geschenk von dieser Dame. Das ist mein erster Urlaub seit Ewigkeiten. Okay, dann ruhe ich mal aus. Kann nicht schaden. So, hier ist niemand. Ist da noch jemand? Oh, den kennen wir doch. Hey! So sieht man sich wieder. Wie läuft's als Haus? Du weißt ja, ich bin Mr. Miteinander und ich trage das Wort über die Urkraft in die Welt hinaus. Ich frage dich besser mal, nur zur Sicherheit, soll ich die Urkraft erklären? Nein, die kennen wir schon. Hey, alles klar. Du weißt eben Bescheid als Haus. In diesem Sinne empfange meine Kraft mehr miteinander. Mr. Miteinander hat dir seine Urkraft zugute kommen lassen. Du kannst jetzt Spezialangriffkraft Level 1 benutzen. Da wird schon 11 sagen. Spezialangriffskraft erhöht den Spezialangriffswert. Denk dran, du kannst über das PSS auf die Urkraft zugreifen. Und je mehr du sie einsetzt, umso mehr steigen die einzelnen Kräfte im Level an. Also setze sie am besten schön fleißig ein. In diesem Sinne, ich werde dann mal langsam verschwinden. Vielleicht trifft man sich ja irgendwo wieder. Da verschwindet er langsam. Okay. Na dann, wieder raus hier. Mal gesehen, die Stadt haben wir gesehen. Hübsches kleines Städtchen. Ja, kann sich sehen lassen. Ein kleiner inaktiver Springbrunnen. Und hier ist das Schloss. Das Kastell hier. Können wir hier mal auf das Schild gucken. Chateau Tristesse. Okay, gehen wir mal hinein. Sehen. Oh, sie ist schon hier. Hallo, Zwergi. Sieh an, ich kenne euch. Zwei Besucher im Chateau Tristesse. Das ist selten. So viel war hier schon lange nicht mehr los. Dieses Schloss, oder besser gesagt Chateau, war früher ein Anwesen einer adligen Familie. Es ist vielleicht ein wenig heruntergekommen, aber das liegt an seiner langen Geschichte. Im Laufe dieser langen Geschichte haben die Schlossherren die meisten ihrer Besitztümer an Leute verschenkt. Deswegen ist hier drin so leer. So viel dazu. Was denn? Das war's. Gibt es hier denn nichts, was mit der Mega-Entwicklung zusammenhängt? Nein, das ist alles. Ende der Geschichte. Was bitte ist eine Mega-Entwicklung? Da kommt noch wer dazu. Mein Herr, es ist wieder da. Ach, ist es etwa schon wieder so weit? Nicht, dass ich irgendwas dagegen tun könnte. Ich muss jetzt los, zu Route 7. Aber lasst euch ruhig Zeit und seht euch hier etwas drumherum. Alles klar. Wo geht's da wohl? Wollen wir nicht auch zur Route 7 gehen? Ja, aber erst im nächsten Part. Ich schaue mich jetzt hier noch ein bisschen um und würde mal sagen, das ist eine prachtvolle Vitrine. Ja, wir sind schon über die Route gegangen im heutigen Part. Sind hier in Vanitia angekommen und haben dieses Chateau kennengelernt. Da ist der DS ausgegangen. Ich glaube, mich noch, um es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao.